Hey Leute und willkommen zu meinem 19. YouTube-Video. Ich habe mir für dieses Video extra ein paar Stifte beim Müller gekauft, die ich unbedingt mit euch zusammen ausprobieren wollte. Ich hole sie mal raus, wartet. So sieht die Verpackung aus. Da sind 48 Stifte, wasservermalbar und die kosten 12,99 Euro nur. Nur zum Vergleich, das hier sind die Karandasch Luminance. Da kosten 40 Stifte, 99 Euro, knapp 100. Wollen wir mal gucken, was die hier drauf haben. Machen wir die mal auf. Ah, da ist sogar ein Pinsel bei. Das ist doch mal schön. Das mag ich immer nicht mit diesem. Das finde ich immer ein bisschen nervig. Ja, gut, die sehen eigentlich schon mal ganz gut aus. Die riechen die. Ja, nicht, also die riechen nicht so chemisch eklig wie andere Stifte, so nach Chemikalien, sondern eher einfach nach Holz. Ich bin gespannt. Probieren wir die mal aus und dann gucken wir mal. Wir holen mal einen Stift raus und gucken den uns mal an. Hier steht jetzt nicht viel drauf. Hier ist dieses kleine Müller-Logo. Dann steht hier drauf www.paperzone.de. Und das Zeichen, keine Ahnung. Keine Farbnummern, keine Bezeichnungen der Farben. Das Holz sieht eigentlich sehr gut aus. Der Lack ist gut, die Stifte sind hinten gedippt. Das ist schon mal in Ordnung. Testen wir den jetzt einfach mal an, mal gucken, was der so drauf hat. Also vom ersten Eindruck sind sie jetzt ein bisschen härter, nicht ganz so weich, sind aber gut pigmentiert, das muss ich schon sagen. Sind ganz angenehm, sind nicht irgendwie brüchig, sie krümeln auf jeden Fall nicht. Hä? Die sind eigentlich ganz angenehm. Okay, testen wir mal eine andere Farbe an. Wir nehmen mal einen ganz hellen Ton, hier das Gelb hier. Das nehmen wir mal, hier ist auch keine Farbbezeichnung. Die sind gut. Also, ich bin überrascht. Also, ich habe die mir echt ein bisschen schlechter vorgestellt. Mal gucken, wie die sind zum Verblenden. Das ist keine Werbung. Ich habe die mir jetzt einfach geholt, weil ich die gesehen habe und dachte, vielleicht interessiert euch das, weil ich immer wieder die Frage gestellt bekomme, ob es günstige und gute Stifte gibt. Und ich dachte, die testen wir jetzt mal an und ich bin echt relativ überrascht von denen. Jetzt habe ich mal hier Aquarellpapier geholt. Wir testen die jetzt mal aus, was die können, wenn man die vermalt mit Wasser. Ich mache mal hier einen doll aufgedrückten Punkt und einen ganz leicht aufgedrückten Punkt. Naja, was heißt Punkt? Das sind eher so Blöcke. So. Und das ist der Pinsel, der damit dabei war. Da steht jetzt auch keine Stärke drauf, nix. Das ist einfach nur so ein lackierter Pinsel. Der sieht aber ganz hübsch aus, finde ich. So, ab ins Wasser. Und dann vermalen wir mal hier. Das ist jetzt hier nicht so das Wahre. Die Pigmente lassen sich nicht so gut mit Wasser verblenden, finde ich. Das sieht ein bisschen fleckig aus, gerade hier. Hier ist es ein bisschen besser, weil ich hier einfach doller aufgedrückt habe. Ja. Muss man ziemlich viel Wasser benutzen. Leute, komm, 12,99 €, was will man erwarten, ne? Jetzt probiere ich das mal aus, wenn die Fläche vorher schon nass ist, wie sich das dann verhält. Also wenn ich hier ein bisschen Wasser drauf gebe, ein bisschen mehr, ein bisschen Wasser, so. Und ob ich dann, wo ist das denn jetzt? Ob ich, okay, also die Mine löst sich direkt auf. Würde ich jetzt nicht empfehlen, das so zu machen, weil es sieht echt fleckig aus, finde ich. Aber man kann auch nochmal mit dem Pinsel rüber. Okay, nein, so würde ich euch das nicht empfehlen. So ist es schon okay, es ist gut, es ist ein bisschen fleckig. Die Pigmente lassen sich nicht ganz so gut verblenden. Aber es ist in Ordnung. Es ist völlig in Ordnung. Jetzt male ich mal damit was Kleines, um die mal richtig anzutesten und sag euch dann, wie es war. So, das ist jetzt unser Endergebnis. Es war ganz okay. Die Farben sind vielleicht ein bisschen zu, wie soll ich sagen, knallig. Das ist jetzt zum Beispiel der Stift gewesen, mit dem ich hier die Haut gemacht habe. Und der war einfach für mich zu orange, zu aprikosig, sage ich jetzt mal. Ich glaube auch, der würde Aprikose heißen, wenn der eine Bezeichnung hier hätte. Und ja, das nervt mich auch, dass die Stifte einfach weder eine Nummer noch eine Bezeichnung haben. Das ist ein bisschen anstrengend, dann zu deuten, die Farben. Zum Beispiel hier dachte ich, das ist ein Braun, aber als ich ihn benutzt habe, war das mehr so ein Lila, so ein ganz dunkles Lila. Dabei dachte ich mir so, hä, was geht jetzt? Sonst war es eigentlich ziemlich okay.
Also ab irgendeinem bestimmten Punkt war es dann doch schwierig, Farben aufzubauen, gerade in der Iris, wo ich viele Farben aufeinander legen muss, um richtig dunkel zu werden, gerade hier an den Außenseiten. Da hatte ich ein bisschen Probleme, weil Schichten ist nicht so gut mit den Stiften, aber Verblenden funktioniert gut, gerade hier mit dem Weiß, was man jetzt hier auch an der Spitze sieht, das ist schon ziemlich mitgenommen jetzt. Das ging ganz gut, gerade hier in der Iris ging das gut. An der Haut habe ich es auch ein bisschen gemacht und oben in der Augenbraue. Das funktionierte super. Das Schwarz ist mir nicht schwarz genug. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also es war mir nicht dunkel genug, aber es ist auch okay. Es ist immer noch besser als andere Stifte, für die ich mehr Geld bezahlt habe. Die sind gut. Also ich kann mich echt nicht beschweren. Die haben jetzt nur 12,99 gekostet und dafür bin ich echt überrascht. Also wenn ihr Anfänger seid oder einfach nicht so viel Geld habt, dann kann ich die euch echt ans Herz legen. Klar, es gibt immer teurere Stifte, aber die sind dann halt natürlich teurer. Ich kann die euch echt, also was heißt empfehlen? Für mich sind sie jetzt nicht das Wahre, weil ich habe jetzt halt, ich benutze die hier lieber, das sind die Polychromos oder hier die Karandash und die sind halt auf einem ganz anderen Level. Gerade auch was die Pigmentierung und die Lichtbeständigkeit angeht, sind das natürlich wunderbare Stifte. Sind halt nur, da kostet 3,50 € pro Stift. Ich meine, da kaufst du 4 Stifte und hast schon so eine ganze Packung. Also wenn du dir die hier holst, 4 Stück davon kosten so viel wie die ganze Packung. Also schon teurer, aber wenn ihr fortgeschrittener seid, wenn ihr länger was von euren Bildern haben wollt, wenn ihr jahrelang eure Bilder noch behalten möchtet, dann sind die nicht so gut, weil die bleichen irgendwann aus. Die Farben werden irgendwann heller und das Bild sieht nicht mehr schön aus. Also achtet auf eine hohe Lichtbeständigkeit, was das angeht. Aber wenn ihr erstmal nur anfangen wollt, wenn ihr ausprobieren wollt, ob Buntstifte für euch das Richtige sind, dann probiert die aus. Ich kann sie euch ans Herz legen. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Freut mich ganz, ganz doll. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Dankeschön.